Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCard14. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packen wir eine Kult-Spielshow aus und zwar Dali Dali, wie alles begann, die zweite Box. Ja, diese Show, diese Quiz-Sendung, diese Spielshow wurde insgesamt 153 Mal ausgestrahlt im ZDF damals. Von 1971 bis 1986 und hier drin sind die Episoden 27 bis 53. Das Ganze wurde moderiert vom guten Hans Rosenthal. Der ist ja ein richtiger Showmaster und bei jeder Sendung hat er immer in die Luft gesprungen und sagt immer, das war spitze, Freunde. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich an diese Spielshow erinnern und also ich habe das damals als Kind immer gerne geschaut und war total begeistert, hat Spaß gemacht, obwohl ich das lange Zeit nicht mehr gesehen habe und mich kaum noch daran erinnern kann. Das war einfach so eine Spielshow, einfach so ein richtig richtig schöner Spieleabend mit Dali Dali. Ja, hier hat uns Fernsehjuwelen 10 DVDs reingepackt. Mittlerweile also die zweite Box. Es gibt auch eine erste Box davon. Und wir schauen uns mal die Beschreibung an. Das war spitze. Dali Dali bot Spaß und Spannung. Garantie, was die ZDF-Zuschauer in den 70er Jahren schätzen. Die Box 2 enthält 27 weitere Sendungen des legendären Fragespiels für Schnelldenker. Von und mit Publikumsliebling Hans Rosenthal und seinen Gästen. Dali Dali, das bedeutende Raten im Sekundenschnelle. Prominente Kandidaten treten in Zweierteams gegeneinander an, zählen zu einem von Moderator vorgegebenen Begriff auf, was ihnen auf die Schnelle einfällt und müssen außerdem knifflige Spiele fix bewältigen. Eine dreiköpfige Jury entscheidet mit viel guter Laune, ob dabei alles seine Richtigkeit hat. Legendär ist auch der Zeichner Hans Bierbauer alias Oskar, der mit flinken Strichen innerhalb kürzester Zeit Karikaturen und der Kandidaten aus Papier band. Am Ende wird die erreichte Punktezahl in Härte Währung als Spende für einen guten Zweck umgerechnet. Für Begeisterung sorgten lustige Spiele, Showeinlagen und komische Begriffaufzählungen gegen die Stoppuhr. Unterhaltung von gestern, die auch heute noch fesselt und zum Mitraten einlädt. Dabei helfen auch Stars aus den Bereichen Kultursport wie Grit Böschner, Ingeborg Schöner, Rainer Brandt, Peter Weck, Ivan Reprov, Bernd Klüver, Rainer Werner Fassbinder, Gitte, Helmut Formenbacher, Dieter Hildebrand, Helge Schlack, Per Schmidt, Monika Lundi, Horst Janssen, Heinche Rolf, Ralf Wald, Wolter, Uschi Glas, Udo Jürgens, Klaus Biederstedt, Heidlinge Weiß, Karin Dohr, Roy Black, Pinkas Braun, Helga Feddersen, Karl Michael Vogler, Vico Toriani, Wolfgang Völz, Rebecca Völz, Bruce Lowe, Hannelore Auer, Klaus Maria Brandenauer, Heidi Brühl, Niki Lauda, Günther Flitzmann und vieles mehr. Ja, das sind die ganzen Stars, die dabei waren. Das war halt so, ja, die traten halt gegeneinander an. Und es war ziemlich witzig. Also, auch wenn ich heutzutage mich kaum noch an die Sendung erinnern kann, Dali Dali ist einfach Kult, Freunde. Also, Booklet haben wir dabei, Trailer, weitere Highlights, Schuber und Wendecover. Das Ganze ist aus Deutschland, aus den Jahren 1974 bis 76. Ja, 1974, 1976. Ja, das ist, die Sendung ist so alt wie ich, ne? Also, kann man sagen, ne? Ja. 10 DVDs, 1 zu 33 zu 1, 4 zu 3 Vollbildfarbe. Deutsch, Dolby Digital 2.0 Mono, Ländercode PAL. Cool. Ja, hier sehen wir dann
ein paar Bilder aus der Sendung. Richtig nice, Freunde. So, dann packen wir das Ganze mal aus hier. Es gab auch Neuauflagen später von der Sendung, aber keine kommt natürlich an das Original ran, Freunde. Zack, diese wunderschöne, glänzende Box. Wunderschön gepackt. Booklet, schauen gleich rein. Und hier haben wir dann die ganzen DVDs. DVD 1. Die Sendung von 24. Januar 1974. Ja, pro Sendung konnte man sich dann 90 Minuten Spaß garantieren, Freunde. Richtig nice. 1, 2, 3. Drei Sendungen pro DVD und Trailer. Wie gesagt, insgesamt 10 dieser wunderbaren Dalli Dalli Box ist dabei. Klasse. Schau mal. Die Sendung wurde pro Monat ausgestrahlt, Freunde. Und das wäre so die Sendung, die dann so alt ist wie ich, ne? Ja, aus den Jahren seht ihr dann, ne? Ja, cool. So, schauen wir mal hier rein. Das ist Hans Rosenthal. Ja, das war eine richtig geile Sendung, Freunde. Also, mir hat es mal Spaß gemacht. Neben Wetten, dass einer der besten Shows im deutschen Fernsehen. Aber da gab es ja damals so viele schöne Sendungen. Pyramide, kennt ihr das noch? Wetten, dass läuft ja immer noch. Okay, keine Bilder hier. Kaum Bilder, sag ich mal. Dann der Episodenguide. So, das wäre so meine Sendung hier. Wer ist da mit dabei? Gäste: Marlene Challe, Ellen Friese, Wolfgang Völz, Horst Kitchener und Dieter Dennecke. Ja, ist so alt wie ich, ne? Die Sendung. Ja. Hier nochmal diese berühmte Stoppuhr. Also ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Dalli Dalli hier. Das ist die Jury. Und hier haben wir noch andere Boxen von Fernsehjuwelen, die uns richtig schöne Sendungen bringen. Hier Klimbim habe ich. Und andere Klassiker. Dick und Doof, Dudu, deutsche Version von Herbie, cool. So. Das hier ist das Booklet, Freunde, und ich werde das gleich mal reinlegen und wunderbar in Dalli Dalli eintauchen, Freunde. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Kennt ihr die Sendung? Habt ihr es auch damals geschaut? Ich habe es wirklich gerne geguckt. Natürlich nicht von Anfang an. Da war ich noch nicht auf der Welt. Aber ich kann mich noch so an einige Sendungen erinnern, Freunde. Als Kind vor dem Fernseher gesessen und mir Dalli Dalli reingezogen. Geil. Ja, das war's Unboxing. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.